Okay, ich bin dran. Was ist der erste Befehl, den ein Commander der Allianz am Beginn eines Kampfes erteilt? Ich gebe auf. Korrekt. Also gut, mein Großer. Wie nennt man es, wenn ein Turianer von einem schrecklichen Dornenmonster getötet wird? Teambeschuss. Hey, der ist uralt. Den gibt's schon seit Shang-Chi. Man muss die Klassiker respektieren. Wie viele Menschen braucht man, um ein inaktives Massenportal zu aktivieren? 602. 600, um darüber abzustimmen, einen, um die Asari um technische Unterstützung zu bitten und einen, der danach einen Sitz im Rat dafür verlangt. Woran erkennt man, dass ein Turianer keine Munition mehr hat? Er wechselt zu seiner Ersatzwaffe, dem Stock im Arsch. Warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Sie verarschen mich. Das turianische Militär hat einen Witz über mich? Ja, sicher. Ich habe ihn selbst von einem Gefreiten auf Palavin gehört. Also dann, warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Damit ihre Marines beim Nahkampftraining auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Oh Mann, den müssen Sie unbedingt mal James erzählen. Hey, was ist das größte Problem bei der Behandlung eines Turianers, bei dem in einer Gesichtshälfte eine Rakete eingeschlagen ist? Rauszufinden, welche Seite von der Rakete getroffen wurde? Ich hätte nie erwartet, dass sich Kogala und Turianer je zusammentun. Selbst die Reaper müssten Angst haben, sie zu provozieren. Mehr als nur ein bisschen. Es tut mir leid um Morden. Er war ein guter Mann. Immer hat er irgendwelche Tests gemacht. Einmal hat er mich mitten in der Nacht geweckt, um zu fragen, wie viele Lebern Menschen haben. Und diese Beule an meinem Ellenbogen. Er sagte, es wäre nur eine kleine Knochendeformation, aber ich bin sicher, er hat eine Sonde reingesteckt. Zum Glück war es nur ihr Ellenbogen. Ich dachte immer, er sei nützlich, aber verrückt. Und dann opfert er sein Leben. Um die Kolganer zu retten. Bestätigt das nicht, dass er verrückt war? Doch. Aber er war einer von uns. Wir haben jetzt die Kolganer und die Turianer. Wie geht's weiter? Die Kolganer reißen das Ruder auf Palavin herum. Endlich ist ihre Ballerei mal nützlich. Graben, bis wir Tageslicht sehen, was? Soll mir recht sein. Wie ist das, wenn man weiß, dass die Kroganer auf ewig Lieder über einen singen werden? Ich denke, es wäre eine Ehre. Es läuft genug falsch in diesem Universum. Da kann zur Abwechslung auch mal was klappen. Ich war noch nie so hautnah dabei, wenn Geschichte geschrieben wurde. Gut, außer dem Angriff der Sovereign auf die Citadel und die Kollektorenbasis. Aber diesmal war's gut. Hoffentlich hat Rex auf Tuchanka weiterhin das Sagen. Wir sollten ihm einen Vorkoster besorgen. Stellen Sie sich das Gemetzel vor, wenn irgendein Hitzkopf übernimmt. Könnte passieren. Ich weiß, wir müssen das Risiko eingehen. Aber wenn dabei nicht meine eigene Welt auf dem Spiel stünde. Das Salarianer-Angebot war verlockend. Ich hätte das niemals tun können. Ganz egal, um welchen Preis. Ich bewundere Sie, Shepard. Sie bemühen sich wirklich, die Galaxie zu retten, ohne dabei andere Völker auszulöschen. Ich hoffe, das Glück hält an.